Ein Fuchs ist im Winter auf der dünnen Eisschicht der Donau eingebrochen und wurde als Eisskulptur wieder geborgen. Diese unglaublichen Bilder gingen um die Welt. Die Story dazu erfahrt ihr nach dem Intro. Im baden-württembergischen Friedlingen hat ein Jäger einen eingefrorenen Fuchs entdeckt. Er konnte schon von weitem sehen, dass etwas im Eis war, das dort nicht hingehörte. Er sah die schwarzen Ohren aus dem Eis gucken und auch das Fell war nicht zu übersehen. Mit einer Säge befreite er das Tier aus dem Eis, um es auftauen zu lassen und später vergraben zu können. Schuld an dem Ertrinken war eine warme Quelle in der Nähe des Fundortes, die die Eisfläche brüchig machte. Auch wenn Füchsen Intelligenz und Listigkeit nachgesagt wird, konnte er sich nicht vor der brüchigen Stelle retten. Er ertrank und gefror dann im Fluss. Der Jäger nutzte die Gelegenheit und stellte den Eisfuchs danach als Warnung für diejenigen zur Schau, die auch auf das Eis der zugefrorenen Donau gehen wollen. Die Warnung und die Bilder des Fuchses gingen um die Welt. Sogar die New York Times berichtete von dem Vorfall. Das Beispiel von diesem Fuchs zeigt, wie gefährlich es sein kann, eine scheinbar zugefrorene Eisfläche zu betreten. Man kann nie wissen, ob das Eis nicht doch an irgendwelchen Stellen brüchig ist. Wenn man Eisflächen betritt, dann nur, wenn diese mindestens 10 bis 15 cm dick sind und bestenfalls sollte man dabei auch nicht allein sein. Für den Fuchs kam jede Hilfe zu spät. Also seid bitte vorsichtig. In diesem Sinne, hier ist noch ein weiteres Video, das euch auch interessieren könnte. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!